Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In dem heutigen Video gibt es ein bisschen Improvisation von meiner Seite aus, denn ich wollte eigentlich meine Reactions von Twitch hier noch schneiden und online laden, aber es ist dann leider von der Qualität her nicht so gut gewesen. Audio war irgendwie asynchron und deshalb macht das wenig Sinn, das hier hochzuladen. Aber deshalb habe ich mir heute für euch überlegt, dass ich einfach mal über 5 Düfte spreche, von denen ich nicht genug kriegen kann. Also 5 Düfte, die ich total suchte, wo ich mega begeistert von bin. Über alle Preisklassen tatsächlich. Deshalb, genau, bin ich sehr gespannt, was ihr zu diesen Düften sagt. Und ihr könnt ja gerne mal eure süchtig machenden Düfte heute in den Kommentaren da lassen. Also, welche Düfte sind Düfte, von denen ihr nicht genug bekommen könnt? Lasst mich das gerne wissen. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Und wir fangen an mit einem Duft, der vielleicht eher unbekannt ist. Und zwar ist das der Russian Oud von Ariche Le Doré. Das ist ja eine Marke, über die ich auch schon mal ein separates Video gedreht habe. Totalste Nische aus dem Orient. Die arbeiten mit natürlichen Inhaltsstoffen viel. Der Parfümeur dahinter ist jemand, der die Inhaltsstoffe auch total weird irgendwie auftreibt. Also teilweise hat der Inhaltsstoffe von 1920 irgendwelche Apothekertinkturen, die er dann verwendet. Also richtig crazy. Das ist so ein verrückter Russe, der die Düfte da irgendwie kreiert. Und ihr kennt wahrscheinlich am ehesten den War and Peace von Ariche Le Doré, den ich schon öfter erwähnt habe. Das hier ist aber tatsächlich ein Release, was eines seiner ersten Releases war und was heutzutage auf dem Graumarkt wirklich für einen abstrus hohen Preis gehandelt wird. Irgendwie um die 1000 Euro für einen Flakon von 30 Milliliter, was mir persönlich zu viel Geld ist. Aber ich habe eine Abfüllung vor ein paar Jahren mal gekauft. Und dieser Duft ist ein zimtig, udiger, leicht fruchtiger Duft, der einfach einen absolut wahnsinnig kranken, geilen Drydown hat. Also es ist der schönste Drydown, den ich persönlich kenne. Und ich habe den Duft jetzt gerade wieder angefangen, so richtig zu suchten, weil es nämlich so diese reinste Udnote einfach auch ist. Dann aber in Kombination mit so einem sehr pudrigen, zimtigen, russisch angehauchten Feeling. Also ein bisschen wie russisches Leder. Gibt es ja viele Düfte, die sich Russian Leather oder so nennen und cremig, so ein bisschen wie so eine Süßspeise mit Zimt und sowas und dann aber mit so einer dunkelharzigen, tiefudigen Note. Und es ist sehr spannend. Ich würde diesen Duft normalerweise nicht im Sommer tragen, aber er passt einfach extrem gut, weil sobald es ein bisschen wärmer ist, entfaltet er sich nochmal anders und es ist ja auch ein orientalischer Duft, also sollte man den streng genommen auch in der Hitze tragen können. Auf jeden Fall für mich ein Release, was ich extrem geil finde. Schade, dass ich nur eine Abfüllung habe, aber trotzdem wird die wahrscheinlich auch bald aufgebraucht sein. Einen ähnlichen Duft, der auch aus einer sehr, sehr hohen Preiskategorie kommt, ist der Roja Parfums Diaghilev, wo ich ja jetzt gerade einen vollen Flakon bekommen habe tatsächlich. Ich muss ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen hin und her getestet. Ich hatte noch eine frühere Abfüllung von diesem Duft, von einem älteren Release, die ich bis dato getragen habe und ich war mir nicht ganz sicher, weil die Farbe von diesem Flakon hier, ihr seht, das ist so ein bernsteinfarbenes Ding, die ist deutlich anders als die Abfüllung, die ich hatte und ich hatte so ein bisschen Schiss, dass sie ihn reformuliert haben und er anders riecht, aber er riecht zum Glück immer noch genauso gut wie vorher und ich habe festgestellt, dass ich diesen Duft hier extrem gerne trage, weil es nämlich ein fantastischer Oldschool-Duft ist, hat so ein bisschen was von Oma-Düften vielleicht, weil es nämlich, ja, so diesen klassischen Chypre-Charakter hat, wie man sagt, also ein sehr Oldschool-artiger Duft, wie er in den 30ern, 40ern auch sehr häufig getragen wurde, das aber mit einem modernen Twist, also wir haben hier Veilchenblatt drin, was eine sehr sprudelnde, spritzige Kopfnote ist, das eben in Kombination mit dieser klassischen Basis, mit dieser Oldschool-Basis, hat für mich einfach einen unfassbar hochwertigen Charakter. Ich finde, das ist einer der geilsten Düfte, die ich persönlich besitze und ich bin super, super glücklich, dass ich den habe. Und ja, deshalb Roja Parfums Diaghilev für mich auf jeden Fall einer der Düfte, von denen ich nicht genug bekommen kann. Als nächstes kommen wir zu einer günstigen Kategorie und zwar super, super günstig und das ist der Jil Sander Sun. Überraschung, ja, ein Duft, den ich hier noch nie vorgestellt habe, den ich aber letztens tatsächlich an einem Kollegen gerochen habe auf der Arbeit und ich war halt so, Bro, was trägst du denn da? Ja, also weil es roch irgendwie wie so ein krasser, hochwertiger Zitrusduft, aber irgendwie auch sehr, sehr gefällig und mainstreamig und ich habe ihn gefragt, Junge, was ist das? Ich muss dieses Parfum haben. Und er hat gesagt, ja, es ist Sun von Jil Sander. Kennst du den nicht? Den hat mein Vater immer getragen. Und ich habe halt direkt gesagt, okay, den muss ich haben. Was sehr, sehr spannend ist, weil ich ihn bis dato noch nicht kannte. Und es ist für mich so ein bisschen ein versteckter Geheimtipp, sage ich jetzt mal. Also ist eine mega, mega krank geile DNA einfach für diesen Preis vor allen Dingen. Und deshalb Jil Sander Sun für mich ein Late Discovery sozusagen, aber wirklich ein super, super toller Duft. Und für nicht wenig Geld auch zu haben. Dann haben wir noch zwei Düfte,
Düfte von Roberto Ugolini. Natürlich muss ich die hier mit reinnehmen. Es ist ein bisschen eine weirde Geschichte, weil ich diese Düfte erst relativ spät so richtig für mich entdeckt habe. Ich habe die zwar relativ früh getestet mit einer Abfüllung, aber es ist erst, seit ich die vollen Flakons habe, dass ich die wirklich regelmäßig trage, weil sie einfach so gut in jeder Situation tragbar sind. Und deshalb erwische ich mich dabei, wie ich sie immer wieder im Büro trage und immer wieder in meinem Alltag trage, weil es einfach eine sichere Bank ist und sehr, sehr hochwertig riecht. Und das sind eben, ja, auf der einen Seite 17 Rosso, ein super kranker, blumiger Duft, der hochkonzentriert ist, mit einer brutalen Haltbarkeit, sehr elegant, passend zu einem Hemd, zu einem hochwertigen Outfit meiner Ansicht nach, aber auch für die leichteren Outfits und ja, irgendwie so ein bisschen alltagstauglicher auch. Hat eine super geile, pudrige, holzige Basis und es ist einfach ein mega geiles und auch, wie ich finde, sehr einzigartiges Release. Also 17 Rosso, für mich auf jeden Fall ein Duft, von dem ich nicht genug bekommen kann. Und übrigens, ihr bekommt die ja auch bei mir im Barthelden-Shop. Also wenn ihr noch keinen habt oder ihr die mal testen möchtet, schaut gerne mal bei mir dann rein. Link dazu steht in den Kommentaren bzw. in der Beschreibung. Und dann zu guter Letzt noch den Oxford von Roberto Ugolini. Auch ein sehr, sehr toller Duft, der... Ich habe das letztens in einem Stream auch gesagt, für mich so ein bisschen wie Duro von Nasomatto ist. Also ein sehr, sehr stark holziger, würziger, pfeffriger Duft, aber dann einen massentauglicheren Ansatz verfolgt. Und zwar war es bei Duro so, der war ja auch ein Extrait de Parfum, also sehr hoch konzentriert von den Duftölen her und dementsprechend auch sehr potent, leistungsstark und einfach alleinnehmend, was fürs Büro häufig zu viel war. Ich habe den öfters im Büro getragen, manche Kollegen haben es gemocht, andere eher nicht so. Und ich habe das Gefühl, dass Oxford so eine ähnliche DNA verfolgt, also holzig, pfeffrig, würzig, aber dann in eine massentauglichere Richtung geht und das Ganze etwas abrundet und sanfter macht. Der ist immer noch sehr, sehr projektionsstark. Das heißt, ich sitze teilweise im Büro, auf dem Gang kommen die Leute vorbei, riechen das, kommen dann rein und fragen, ob ich das bin, der hier so holzig riecht. Also es ist auf jeden Fall von der Performance her sehr, sehr gut, aber wesentlich massentauglicher und umgänglicher für solche Situationen wie zum Beispiel im Büro. Deshalb für mich auch ein Duft, den ich sehr, sehr häufig trage. Ich habe da auch wirklich schon, weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, eine gute Delle reingemacht, dafür, dass ich den erst, weiß ich nicht, 2 Monate oder 6 Wochen oder so besitze. Auf jeden Fall richtig gute Releases an dieser Stelle und das sind Düfte, von denen ich aktuell zumindest nie genug bekommen kann. Das ändert sich auch immer mal wieder so ein bisschen. Ich glaube, sowas wie Diaghilev oder der Ariège Lauré Duft, die werde ich erstmal nicht loswerden aus meiner Top 10 Liste, aber das sind zumindest mal 5 Düfte, die ich jetzt gerade wirklich sehr hart feiere. Das war es jedenfalls schon mit diesem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst mir gerne eine Bewertung da und schreibt mir in die Kommentare, was eure persönlichen Favorites sind. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr noch nicht kennt und wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Kai.